Ich zeige euch gleich einen Nachlass der 97. Jägerdivision. Wenn euch das interessiert, könnt ihr hier bei Wikipedia einfach 97. Jägerdivision eingeben. Da habt ihr auch das Zeichen direkt, die Spielhahnfeder und könnt hier den kompletten Werdegang dieser Kompanie durchlesen. Hier ist alles genau beschrieben, Einsatzort, Auszeichnung und so weiter und so fort. So, hier kommt ein weiterer Nachlass. Den habe ich vor ein paar Jahren gefunden. Und zwar ist das ein Nachlass von der ehemaligen 97. Jägerdivision, auch Spielhahnjäger genannt. Die hatten nämlich als Divisionszeichen diese Feder. Das ist so ein Reservistenglas. Und zwar fange ich mal mit dem schönsten Teil an. Und zwar ist das dieses Wappen hier von der Jägerdivision. Die Feder, sehr schwer. Und aus dem gleichen Nachlass dann halt ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel dieses Buch hier. Auch wieder die Feder zu erkennen. Das Buch heißt Jäger am Feind. Vormarsch 1941-42 und Rückzugskämpfe 1943. Das Ganze war am Schwarzen Meer, Russland, Ungarn. Hier kann man genau auf den Karten die Marschwege erkennen. Und am Schwarzen Meer halt zurück. In diesem Buch sind eine Menge Karten drin und auch viele Fotos. Und hier ist ein Bild abgebildet. Und zwar die Wehrmachtsstiefel, im Hintergrund Wasser, ein Stein und die Mütze. Und das ist danach sehr berühmt geworden, dieses Bild von dieser Division. Das nennt sich dann Schwarzmeer-Idyll. Und ich besitze, seit ich diese Auflösung gemacht habe, das Originalbild und auch die Originalfotoaufnahmen davon. Hier ist es im Rahmen drin. Hier auch wieder gut zu erkennen das Divisionsabzeichen mit der Feder und das Edelweiß, was ja die Gebirgsjäger hatten. Aus gleichem Nachlass dann diese Coca-Cola-Dose, die stärkende Schokolade von 1939. Und zwar ist das eine Wehrmachtspackung. Und da drin hat der gute Mann ein Edelweiß mitgebracht. Das war auch halt auf der Mütze drauf, ne? Dann habe ich da noch dieses Verbandspäckchen gefunden in Schwarz. 1940. Und diese Dose mit einer Dienstbrille. Es gibt hübschere, würde ich sagen. Und dann noch einen kleinen Stahlhelm. Wobei ich nicht weiß, was er für eine Bedeutung hat. An der Seite ist auch der Reichsadler mit Hakenkreuz drauf. Und von hinten war wohl mal eine Nadel oder so angebracht. Ziemlich groß. So, das war
kleiner Nachlass von einer Division, von einem Soldaten, ist ja so zusammengehörig auch selten zu finden.